Willkommen zur Premiere von Lulis Story Mix. Bevor wir eintauchen, möchte ich euch alle warnen. Diese Geschichten sind nicht für schwache Nerven geeignet. Sie entführen euch in düstere Welten voller Geheimnisse und unerklärlicher Phänomene. Bereit, euch auf eine Reise der Entdeckung zu begeben? Drei einzigartige Geschichten warten darauf, von euch enthüllt zu werden. Doch seid gewarnt. In diesem Labyrinth aus Erzählungen ist nicht alles, wie es scheint. Nur eine dieser Geschichten ist wahr. Wer von euch wird die Wahrheit entschlüsseln und wer wird von den Illusionen der Fantasie getäuscht? Die Entscheidung liegt bei euch. Lasst uns die Reise beginnen. Part 1. Ein älteres Ehepaar wollte seine Tochter besuchen. Auf dem Weg zu ihr fuhren sie über eine Landstraße durch einen dichten Wald. Plötzlich blieb das Auto stehen und die beiden stellten fest, dass ihnen das Benzin ausgegangen war. Der Mann machte sich mit einem Kanister auf den Weg, um eine Tankstelle zu suchen. Die Frau blieb allein zurück, weil sie nicht mehr so weit laufen konnte. Nach ein paar Minuten begann sie sich zu langweilen und schaltete das Radio ein. Sie hörte eine Eilmeldung, die davon berichtete, dass ein entflohener Geisteskranker in der Gegend sein Unwesen trieb und ihn bisher niemand aufhalten konnte. Als die Frau das hörte, bekam sie Angst und verschloss die Autotüren. Plötzlich hörte sie laute, aber dumpfe Schläge auf dem Autodach. Sie schaltete alle Lichter aus und machte sich so klein wie möglich. Die Angst um ihren Mann stieg ins Unermessliche. Abrupt hörte das Schlagen auf und sie hörte nur noch Stille. Aus Angst blieb sie bis zum nächsten Morgen im Wagen. Ein Polizeiwagen hielt neben dem Auto an und ein Polizist bat die Frau auszusteigen, sich aber nicht umzudrehen. Die Frau konnte sich nicht zusammenreißen und musste einfach wissen, was dahinter ihr war. Als sie sich umdrehte, erblickte sie auf dem Autodach den Kopf ihres Mannes. Part 2. Vor etwa 2 Jahren wollte Familie Keller ins Theater gehen. Doch sie hatten den Termin vergessen und mussten sich kurzfristig eine Babysitterin suchen. Obwohl sie skeptisch waren, beschlossen sie, dem Mädchen zu vertrauen. Frau Keller gab klare Anweisungen. Um 9 sollte das Kind ins Bett gehen. Lesen Sie ihm eine gute Nachtgeschichte vor, damit es besser einschlafen kann. Und lassen Sie bitte alles im Haus so, wie es ist. Es mag keine Veränderungen. Die Babysitterin stimmte zu und Familie Keller machte sich auf den Weg ins Theater. Als die Babysitterin das Kind ins Bett brachte und ihm eine Geschichte vorlas, spürte sie eine unheimliche Präsenz im Haus. Doch sie schob ihre Ängste beiseite und versuchte, ruhig zu bleiben. Um 9:30 klingelte Frau Kellers Handy. Sie verließ wütend die Vorstellung und fragte in energischem Ton: "Was ist los? Das Kind sollte doch längst im Bett sein." Die Babysitterin mit zitternder Stimme antwortete: "Entschuldigen Sie bitte die Störung, aber könnten Sie mir sagen, was ich mit der Puppe im Flur machen soll? Das Kind starrt sie immer wieder an und weint und schreit." Frau Keller wurde bleich und flüsterte: "Nehmen Sie das Kind sofort und fahren Sie zur Polizei." Familie Keller besaß keine Puppe im Flur. Part 3. Es war einmal eine verzweifelte Mutter, die mit ihren 3 kranken Töchtern lebte. Jede der Mädchen hatte nur noch wenige Tage zu leben. Als die älteste Tochter nur noch eine Woche übrig hatte, bat sie die Mutter um eine rote Rose, um ihr Zimmer zu schmücken. Die Mutter eilte zum nächsten Blumenladen, doch alles, was sie fand, waren schwarze Rosen. In ihrer Verzweiflung kaufte sie eine und brachte sie ihrer Tochter ans Bett. Doch das Mädchen weinte und sagte, dass diese Rose Unglück bringen würde. Am nächsten Morgen fand die Mutter ihre Tochter tot vor. Sie verschwieg den anderen beiden Schwestern den tragischen Vorfall, um sie nicht zusätzlich zu belasten. Als die 2. Tochter nach einer Woche ebenfalls starb, wurde die Mutter von Angst und Trauer erfüllt. Als die jüngste Tochter nach einer roten Rose verlangte, blieb die Mutter wachsam. Als um Mitternacht eine schwarze Hand aus der Rose kam, um sie zu erwürgen, griff die Mutter mutig ein und rettete ihr Kind. Voller Entsetzen begab sich die Mutter zum Blumenladen, wo sie eine schockierende Entdeckung machte. Die Verkäuferin hatte eine Hand verloren und der Anblick ließ ihr Blut in den Adern gefrieren. Hastig verließ sie den Laden und schwor, nie wieder zurückzukehren. Jetzt habt ihr 3 unglaubliche Geschichten gehört. Für welche habt ihr euch entschieden? Ich gebe euch 10 Sekunden, bevor wir das Geheimnis lüften. Die wahre Geschichte ist die 2., in der Familie Keller eine Babysitterin engagiert und seltsame Vorfälle erlebt.
Die anderen Geschichten sind fiktiv. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der ersten Folge von Luli Story Mix und lade euch zur nächsten ein.